Wir machen weiter mit der nächsten Rubrik. Rubrik Nummer 5, die Sie in Ihrem Katalog wieder einmal finden können, wenn Sie denn möchten. Auf der Seite 125, die Rubrik 5, die ab 2021 und 2022 zugelassenen Hengste. Wie gesagt, im Katalog auf Seite 125. Sollten Sie uns über den Livestream zuschauen, können Sie auf der Webseite des KFPS einen PDF-Download zum Katalog finden und alle Informationen auch zu Hause mitlesen. Rubrik wird präsentiert von Zweispann Reutersports und Friso Sadels, Friso Sättel, die in England handgefertigt werden und bereits seit 30 Jahren ein Begriff sind im Pferdesport. Gleichzeitig sehen wir in der Bahn den ersten Hengst aus der Rubrik 5, Friso 518, Sport AAA Hengst, 7 Jahre jung. Ein Stockmaß von 1,67, gezüchtet von Frau Annemar Hoekstra aus Horns des Waag. Sie ist auch die Besitzerin des Hengstes. Ein Sohn von Hessel 480, außerdem im Stammbaum vertreten sind Jisse 433 und Anton 343, ein Hengst aus dem Stamm 121. Seit 2020 zugelassen als Hengst, als Zuchthengst, in der Dressur in der Z1 tätig, im Showsport in der limitierten Klasse. Friso gehört zusammen mit dem nach Mexiko umgezogenen Beant 517 zur ersten zugelassenen Generation Söhne von Norbert, der wieder ein Sohn von Hessel 480 ist. In der Prüfung hat Friso vor allem überzeugt durch seinen ausgesprochen großartigen Einsatz. Er hat in allen drei Disziplinen Punkte von mehr als 80 erreichen können. Friso 518 ist ein echter Allrounder. Vor allem im Trab kommt er wirklich lässt er wirklich sehen, was er ist und kann er richtig scheinen. Er bewegt sich mit viel Technik, sein Schritt ist raumgreifend und sein Galopp sehr kräftig und aufwärts gesprungen. In der Zucht kann er den Bau, das Gebäude, Kraft und vor allem die Bewegungstechnik mitnehmen, genauso wie die Einstellung und die einfache Bearbeitbarkeit. Sein Talent für die Dressur hat er auch in die Praktik mitgenommen. 2021 hat Friso 518 als Vierjähriger mit seiner festen Reiterin Henny Roffel den Young Friesian Dressage Wettbewerb gewonnen, den Dressur Cup der Young Friesians, und ist auch noch Vizemeister geworden in der Alraco KFPS Dressurmeisterschaft. Februar 2022 ist er bei den Indoor-Meisterschaften zum Einsatz gekommen und wurde einen Monat später Vizemeister bei den niederländischen Meisterschaften in Ermelo. Auch angespannt ist Friso ein gutes Pferd, vor allem zusammen mit Sibrin Minkema ist es eine sehr gute Kombination, und sie haben die Newcomer-Wettbewerbe 2023 gewinnen können. Hengst steht bei der KI Service an Sida Brüchink und HVM Stall in Horns der Zwaag. Friso Sadels und Zweispann Reutersport präsentieren Ihnen diese Rubrik, in der wir gerade Friso 518 sehen.
Fuke 5, 2-0 im Ring. Sport Triple A Hengst aus dem Jahrgang 2017 von AAM Schrütt in Hengelo gezüchtet, im Besitz der Brüder von Mahnen in Ede. Fuke ist ein Sohn von Johannes 484. Aus dem Stammbaum vertreten sind Orne 376 und Tönes 332. Er kommt aus dem Stamm 38. Seit dem Herbst 2020 als Zuchthengst zugelassen und in der Dressur Z1 tätig. Fuke ist ein sehr typischer Hengst und hat eine sehr ansprechende, er kommt aus einer sehr ansprechenden Stutenlinie, die ihren Ursprung findet in der sehr bekannten Modellpräferenten Leistungsstute Wilkje, aus der auch verschiedene andere großartige Hengste hervorgekommen sind. Präferent Tschierk 328 und auch Dürre 284 sind Aushängeschilder für diese Linie. 2019 wurde auch Warnder 512 aus dem gleichen Stamm zugelassen. Fuke ist ein wirklicher Übungstopper. In der zentralen Untersuchung von 2020 hat er das bewiesen. Er hat in allen drei Disziplinen einen guten Score von 85 Punkten oder mehr erhalten. Mit gereckten Hälsen schauen wir auf die Fohlen von Fuke 520 und wie sie sich in den kommenden Jahren entwickeln werden. Während der Hengstenkürung hat Fuke 520 einen guten Eindruck hinterlassen und er ist auch in den Meisterschaftsringen der jüngeren Hengste willkommen. Er steht bei den Brüdern von Mahnen in Ede. Triple A Sporthengst Fuke 520. Aucha 522. Triple A. Aucha ist 8 Jahre alt. Er wird dieses Jahr 8. Züchter ist H. Bursma und W. van der Bey aus Borsum. Besitzer sind die KCF Farms und der Stall Chardon in Jorbert, Heike. 482 ist der Vater. Außerdem vertreten sind Wilster 463 und Jasper 366 aus dem Stamm 8. Seit 2021 zugelassen, in der Klasse Z2 Dressur tätig. Ist dann der erste zugelassene Sohn von Heike 482 und sein Großvater ist Wilster 463. Das ist keine sehr typische Abstammung und das resultiert immer in einem relativ geringen Verwandtschaftsgrad, in diesem Falle von 17,53%. Als Dreijähriger hat Acha 522 den Eignungstest mit 88 Punkten in der zentralen Untersuchung abgelegt und ist vor allem für seinen sehr taktmäßigen
und raumgreifenden Schritt und Trab gelobt worden. Außerdem hat er einen sehr ruhigen und mitarbeitenden Charakter als Reitpferd. Und vor allem angespannt ist Alga 522 ein echtes Talent. Der 8-jährige Hengst kommt aus dem Stamm 8 und seine Mutterlinie ist vor allem für die Zucht sehr fruchtbar gewesen in den letzten Jahren. Die ersten Fohlen von Alga haben lange Linien. Der Trab ist raumgreifend und ausreichend kräftig und mit vieler Leichtigkeit setzen sie vor allem das Vorderbein ein. Der Hengst steht im Stall Chardon von Jorwert. Triple A Arche 522. Faust 523 Sport Triple A, 7 Jahre jung, gezüchtet von Beck BV und Frau H. von Dijk in Donsbeek. Besitzer ist RJ Faust Weig in Aalburg. Vater ist Mauritz 487, außerdem im Stammbaum vertreten sind Heize 425 und Leffert 306. Der Hengst kommt aus dem Stamm 115. Zugelassen seit dem Herbst 2021 und in der Z1+17 Dressurklasse tätig. Ein sehr großrahmiger und stark gebauter Hengst, der Faust. Er war bei der zentralen Untersuchungen 2021 ein absoluter Top-Hengst mit 86 Punkten im Reiten, 92 beim angespannten Fahren und 95 im Showfahren. Er hat alle drei Triple-A-Prädikate mitgenommen. Über Kraft und Leichtigkeit brauchen wir gar nicht zu sprechen in seinen Bewegungen. Reiter und Kutscher sind begeistert über diesen Sohn von Mauritz 437. Mit Mareike Buhlen hat Faust es bis ins Finale des Friesian Talent Cup geschafft und mit Lotte Nefkins ist er bereits Meister der K- und PP-Meisterschaften geworden. Das war 2023. Faust hat das Talent für den Sport und das kombiniert er mit einer Balance und einem Charakter sowie einer konstanten Leistung. Er kommt aus dem Stamm 115 und kann darum auch auf einer schönen und gut züchtenden Mutterlinie zurückfallen, in der unter anderem die Modell AAA Mutter von Heize 425 vorkommt, genauso wie 4 Generationen von Stern-Präferentenstuten. Die ersten Fohlen von Faust 523 sind 2023 geboren und wir warten gespannt auf Ergebnisse. Hengst steht in der Handels- und Exportstall Höker in den Nieuwehövel Lünteren.
Sport Triple A, 7 Jahre, Rottweiler Faust, 3. Sport Triple A, 7-jährig, Faust, 5, 2, 3. Rubrik wird Ihnen angeboten und präsentiert von Zwiespan Reutersport und Friso Sadels. Wir sind beim nächsten Hengst angelangt. Bei Herre 524 Triple A. 2022 war er der Meister der jungen Hengste und auch der allgemeine Meister der Hengstenkürung 2022 und letztes Jahr der Vizemeister der jungen Hengste. Er ist in Besitz von und gezüchtet durch die Familie de Vries in Hindelopen. Vater ist Nane 492. Er kommt aus dem Stamm 15 und auch in seinem Stammbaum vertreten sind Rainer 452 und Orne 376. Seit dem Herbst 2021 gut zugelassen. In der M1-Sportklasse tätig. Er kommt aus der sehr bekannten Van Hülpen, aus dem sehr bekannten Van Hülpen-Zuchtstall. Er ist ein sehr schöner, rassentypischer Hengst mit viel Jugendhaftigkeit und sehr viel Front. Herr ist 2022 als KFPS Stammbuch-Hengst in der zentralen Untersuchung aufgenommen worden und als Sohn von Nane 492 und einer Mary aus Rhein der 452 hat er in der Großmutter eine Modell-Sportstute, die auch noch die Halbschwester von Eise 489 ist. Herre 524 kommt aus einer sehr sportlichen Familie und einem sehr sportlichen Stamm und fühlt sich darum vor dem Wagen auch sehr zu Hause. Als Fahr- und Schofa-Pferd lässt er sich vor allem im Ausdruck sehen und seine Bewegungen sind dann sehr leichtfüßig. Seine Eigenschaften, mit denen er auf der Hengstenkürung 2022 für Überraschung sorgte, diese Eigenschaften sind es, womit er auf der Hengstenkürung 2022 für Überraschung sorgte und darum auch, dass die allgemeine Meisterschaft an sich reißen konnte. Wahrscheinlich war das kein Zufall, denn auch 2023 hat Herre wieder es bis in die Kandidatur und sogar bis zum Vizetitel geschafft, diesmal bei den jungen Hengsten. Mittlerweile sind auch seine ersten Fohlen geboren und er hat sehr gute Ergebnisse erzielen können. Die zentrale Körung hat den Hengstenfohlenmeister hervorgebracht und er war 2023 auch ein Sohn von Herre 524. Wietze, so heißt er, war zu bewundern auf der Jubiläumsshow mit einem mit einer ganzen Gruppe von anderen Fohlen. Er steht im Stall van de Kadiek in Sint-Johannesraal. Triple A, der Meister von 2022, Herre 524.
Für Riso-Sattel bereits seit 30 Jahren ein bekannter Name im Pferdesport. Sattel werden in England handgearbeitet. Professionell oder in der Freizeit, Friso Sattel hat immer einen Sattel, auch für Sie. Machen weiter mit dem nächsten Hengst, Hilbrand 525 Triple A. 6 Jahre jung, gezüchtet von Webund in Holten, im Besitz der Gebrüder von Mahn in Ede. Sohn von Hette 481, außerdem vertreten im Stammbaum sind Albin 469 und Heize 425. Es geht um Stamm 117. Seit dem Herbst 2021 zugelassen, in der Klasse M in der Dressur tätig. In der zentralen Untersuchung 2021 hatte Hilbrand 525 den AAA-Status errungen als einer von 6 Hengsten, die das geschafft haben. War er einer der 6 Hengste, die es geschafft haben, im Stammbuch aufgenommen zu werden. Hilbrand 525 hat sich auch als Allround-Gebrauchspferd sehen lassen. Eine sehr gute und ein sehr guter und taktmäßiger, takthaltender Schritt. Eine Eigenschaft, die in der Zucht der Friesenpferde natürlich sehr wichtig ist. Das ist aufgefallen. Vor allem aber hinterm Wagen ist dieser Sohn von Hette 481 ein echtes Talent. Und bei der zentralen Untersuchung in Exlo ist das auch wirklich aufgefallen. Vor allem seine Ausstrahlung. Der 4-jährige Hilbrand kommt aus dem Stamm 117. Seine Mutters Vater ist der Präferent Albin 469. Die ersten Fohlen von Hilbrand 525 sind 2023 geboren. Sie haben alle einen auffallend edlen Kopf und sehr vertikal gestellte Hälse. Auch die Rumpfrichtung ist bis jetzt noch positiv. Ein sehr raumgreifender und kräftiger Schritt. Der Trab ist aufwärts und sehr leicht. Und die Hinterbeine werden gut untergebracht. Hengst steht bei den Gebrüdern von Mahnen in Ede. Triple A, Hilbrand 525. Das ist jetzt unser allerletzter Hengst. Und dann haben wir die Rubriken schon wieder hinter uns. Und dann geht es langsam Richtung Meisterschaft. Wir sehen Josse 526 Triple A den Ring betreten. 6 Jahre alt, gezüchtet von A. Leyendecker aus Wittmassum, im Besitz von J. Leinstra in Groningen. Ein Sohn von Nane 492, außerdem vertreten im Stammbaum sind Beat 411 und Leffert 306 aus dem Stamm 25. Seit 2021 zugelassen, in der Dressurklasse 11-2 tätig. Josse ist sehr aufmerksam, sehr fröhlich und hat eine unglaubliche Arbeitslust. Er gibt allzeit mindestens 100%. Außerdem ist Josse in der M
Dressur tätig und wird auch bei verschiedenen Show-Fahr-Wettkämpfen vorgeführt, wobei die höchsten Punkte momentan in den Selektionswettkämpfen der Horses to Fly KFPS Finalrunde gefahren worden sind. Außerdem hat er es zum Overall-Meister in der Horses to Fly Sport-Wettbewerbsrunde geschafft. Er hat den Meister in der Klasse der 4- bis 5- und 6-jährigen Pferde erstreiten können und auch das Finale der Sieger gewonnen und damit das Stienen Hinder in Empfang nehmen können. Wer von Ihnen hier am gestrigen Freitag war, wird sich daran erinnern. Die Fohlen von Hosse sind im letzten Jahr zum ersten Mal geboren worden und fielen auf bei den verschiedenen Zuchttagen. Es gab einige Meister. Auf der zentralen Körung sind die Stutenfohlen von Hosse 526, ist ein Stutenfohlen von Hosse 526 zum Vizemeister ausgerufen worden. Alle Fohlen bewegen sich auffallend gut, zumindest steht das in der im Fohlenbericht. Und sie können sehr gut und raumgreifend schreiten im Schritt. Außerdem gibt es viel Schulterfreiheit. Der Trab ist lang, kräftig und aufwärts und das Vorderbein wird gut nach vorne weggesetzt. Der 5-jährige Hosse ist ein sehr moderner Hengst mit langen Leinen, mit langen Linien, der viel Front zeigt und kommt aus der sehr bekannten Westerlinie aus dem Stamm 25. Seine Sternpräferenten Leistungsmutter, die 19 ist, hat mittlerweile 14 Fohlen auf die Welt gebracht und ein Sport-Vitex war darunter. Hosse kommt also aus einer sehr starken Familie und Linie, aus der auch der Hengst Hinne 427 kommt. Das Pferd steht im Pferdesportzentrum Marum in Marum. Wir sahen Hosse 526. Zweespan Reutersport und Friso Sadel sind ihre Sponsoren für diese Rubrik. Sie kommen an noch einmal zurück aus dieser letzten Rubrik, die wir heute sehen, bevor wir in die Meisterschaften gehen. Wir werden noch einmal Pferde aufstellen und platzieren. Wir werden noch einmal Kandidaten auserwählen für die Meisterschaften. Und dann nähern wir uns in riesengroßen Schritten der Meisterschaft der jungen Hengste, der Meisterschaft der älteren Hengste und der Allgemeinen Meisterschaft der Hengstenkürung 2024. Spannende Musik unterlegt. Sehr schön zu sehen, was hier auf der Bahn passiert. Aber wer wird in der Spitzenposition laufen dürfen? Die Jury schaut sich das Ganze noch einmal an, bespricht sich noch mal.
Faust kann auch ein wenig nach vorne kommen, bitte. Friso einmal zu mir. Fuke auch einmal diese Kante zu mir auf diese Seite. Auch einmal zu mir. So, und dann sind wir schon fast. Ja, richtig, die 5, 2, 5 einmal zu mir. Hilbrand. So, dann sieht es danach auch, als wäre es besser, schon mal weiter im Schritt. So, die Jury hat entschieden. Hilbrand, 5-2-1 auf der Spitzenposition. Dann Herre 5-2-4. Josse 5-2-6. Alcher 5-2-2. Fuke 5-2-0. Friso 5-1-8. Und Faust 5-2-3. Friso-Sattel und Reutersport-Fähigspann bieten Ihnen diese Rubrik an. Ich erteile das Wort Sabine Swacher von der Jury. Die letzte Gruppe heute, bevor wir mit den Meisterschaften anfangen. Hilbrand 525 auf dem ersten Platz. So ein resoluter Schritt, sehr schön. Sehr viel Takt im Trab, guter raumgreifender Trab. Hilbrand 525 in der Spitzenposition. Dann geht es weiter mit dem jugendhaften Herre 524. Ein sehr harmonisch gebauter Hengst. Hartes Beinwerk, aktiver Schritt. Und vor allem in den ersten Schritten im Trab sehr viel zum Tragen gekommen ist. Herre 524. Dann sind wir bei Josse angekommen. Ein sehr guter Hengst, der lange Linien hat, ausreichend raumgreifend im Schritt. Er könnte im Trab etwas mehr loslassen, gelegentlich noch etwas seine Balance suchen muss. Aber eine sehr schöne Präsentation von Josse 526. Dann Alcher. Ein sehr ein Hengst reich an Rassenausstrahlung, ein schöner Schritt. Anfangs nicht ganz so gut, aber später in der Gruppe sehr gut im Schritt. Hat eine gewisse Leichtigkeit sehen lassen im Trab. Alcher 522.
Dann sind wir beim hochbeinigen Foucault 520 angelangt. Er war heute etwas weniger überzeugend in seiner Bewegung, aber ein sehr schöner und gut gebauter Hengst, Fuku 520. Dann Friso 518 mit guter Beinqualität, sehr aktiver Schritt. Und im Trab hätte er eventuell noch etwas mehr Balance gebrauchen können. Friso 518. Und last, aber ganz bestimmt nicht least, Faust 523. Eine königliche Ausstrahlung in diesem Hengst, der in der Bewegung eventuell etwas mehr überzeugen und bewegen kann. Aber Faust 523, ein schöner, schöner Hengst. Dann kann ich nur noch, bleibt mir nur noch zu sagen, wer mitkommt in die Meisterschaft. Für die jüngeren Hengste in erster Linie. Wir nehmen mit Hilbrand und Herre. Und auch Josse. Auch Josse 526 ist Kandidat für den Meistertitel. Vielen Dank, Sabine Zwacher und Jury. Nicht zwei, sondern drei Hengste dürfen also mit in die Meisterschaften. Wir sehen sie noch einmal. Hilbrand 525, Herre 524, Josse 526. Alle drei dürfen mitfiebern um die Meisterschaft. Außerdem sehen wir Alcher, Fuke, Friso und Faust. Wunderbare musikalische Untermalung, meine Damen und Herren. Haben Sie noch Spaß? Hervorragend, das ist der Plan. Dann wärmen wir uns eben auf die Kampe, die Meisterschaften vor, die sogenannte Championsköring. Sie haben sich an den letzten drei Abenden bei unseren Jubiläumsshows schon mal aufgewärmt für genau diesen Moment. Wir haben für Sie Advendochor geregelt. Einen großen Applaus bitte für diese Kapelle. Thank you.
Das war das Adenko.